Hey und willkommen hier zum Finale, zu meinem Fun- und Sportcenter Bauen in die Sims 4. Wir sind heute, glaube ich, wirklich in der letzten Folge angekommen. Ja, es war eine total tolle Reihe, aber heute, wir sind ja noch nicht fertig, heute geht es noch weiter mit dem Bauen. Vielen lieben Dank auch für die Kommentare, hier kommen schon die ersten Besucher, soweit sind wir noch nicht. Ja, hallo, schon der erste Massagelehrer und die Sportlehrerin oder so. So sieht das bisher aus, wir sind hier in San Myshuno der Welt aus dem Die Sims 4 Großstadtleben Erweiterungspack hier im Nobelviertel oben. On top of the world, here what? Und ja, da baue ich eine Sporthalle mit Fitness und Pool und so weiter. Das ist so cool bisher. Es ist so eine schöne Reihe. Ich freue mich mega, jetzt das hier weiterzubauen. Und ihr hattet recht, ganz viele Kommentare, ne? Der beste Beweis, dass es sich lohnt, hier immer eine Woche zu warten auf eure Kommentare und dann erst die nächste Folge aufzunehmen. Oh mein Gott. Wir haben ja natürlich hier, das sind ja die Klos hier da oben, habe ich doch eingeplant. Habt ihr geschrieben? Vielen lieben Dank. Habe ich voll vergessen. Habe ich gar nicht gesehen hier. Mensch, Daniel. Ja, so sieht das bisher aus. Wir haben hier diese Sporthalle. Ich teste das natürlich hier auch nochmal am Ende jetzt dieser Folge, ob das alles dann auch klappt. Wir müssen heute noch das Fitnesscenter so ein bisschen aufhübschen und natürlich die Glos hier noch machen und wir testen dann auch alles, ob das alles so tut. So sieht das bisher aus. Hier oben ist das hier. Da haben wir unten noch die kleine Sporthalle. Die Statue fand jetzt nicht alles so toll. Ich glaube, die machen wir einfach raus oder was? Ja, und da haben wir so ein paar Snackautomaten noch in dieser Nische drin. Da ist dann auch noch die Klos auf diesem Stockwerk sind hier noch offen. Da ist so eine Sammelumkleide. Da packen wir auch noch so ein paar Dekohandtücher hin oder sowas. Ne? Hier haben wir so ein bisschen Musikanlage, so eine kleine Tafel, ein paar Yogamatten und natürlich den Basketballkorb hier überall und unsere gefakte Kletterwand und unsere Matte. Dann geht es unten weiter, wenn man reinkommt. Ne? Hier ist der Eingangsbereich, hier ist die Empfangshalle. Alles schön fresh hier. Boah, haben wir letztes Mal gemacht. Mit so ein paar Kassen, ne? So ein bisschen Fake-mäßig. Hier könnt natürlich jeder reinlatschen, ist umsonst. Hier gibt es hier Pfeile, ne? Nach rechts, hier geht es ins Wellness, nach unten geht es zum Bowling, nach oben geht es zum Fitness. Und hier sehen wir die Klos, ja, und die Umkleiden. Die sind hier untergebracht, da haben wir so mehrere Umkleiden auch mit Duschen. Und da ziehen die Sims ja ihre Bademäntel an, wenn wir das Ding zum Wellness-Center machen. Hier gibt es eine Sauna und dann gibt es hier natürlich das große Schwimmbad hier auf diesem Erdgeschoss-Stockwerk, auch mit Top-Aussicht. Dann haben wir hier den Massagebereich mit Whirlpool und oh ja, das sind auch schon die ersten Mitarbeiter, sehr schön, so muss das sein. Da gibt es noch so ein kleines schwarzes Brett. Haha, schwarz hier. Und ja, das ist es hier mal auf dieser Ebene. Dann gehen wir ganz nach unten. Ja, wir haben 6 Stockwerke hier. Krasser Scheiß. Oder 5? Ich glaube 5. Und da ist unsere VR Virtual Reality Box hier. Das wird hier flashig hier. Ich mache mal das Play. Jetzt sieht man es nämlich mal. Ich wollte schon so lange mal zeigen. Ich habe hier nämlich schon mal einen Besucher hierher geschickt, um zu gucken. Weil das wird unsere, ne? Wenn das Spiel dann auch noch losgeht, das flasht dann hier richtig. Neueste Attraktion. Hier gibt es so ein bisschen Snacks, ne? Da kann man sich Eis holen und auch noch so ein paar bisschen Popcorn und so, ne? Und da unten ist dann unsere Spielhalle. Alles so ein bisschen retro. Auch mit unseren Sitzgelegenheiten. Hier gibt es auch noch ein Klo. Ja, wir haben ganz viele Klos. Und natürlich hier unten die Bowlingbahn mit Nachtmodus equipped, also verbessert, ne, mit der Handwerksdingsfähigkeit. Unsere Retro-Bowlingbahn hier unten auch mit Bar. Deswegen auch hier wieder, ne, wenn man Wellness-Center macht, dann wird das eine Bar und dann kommt da auch ein Sim und bedient die Bar hier. Dann haben wir da unten auch noch so ein bisschen so ein Lager, ne, haben wir es genannt. Hier sind auch die Schuhe nochmal drin, die übrig geblieben sind. Hier die anderen Größen. Hier haben wir auch noch so ein paar Schuhe. Ne? Und hier gibt es noch so ein Trophäenregal. So sieht das hier unten aus. Das ist unsere Bowling Alley, auch mit fetten Fans. Hier oben auch nochmal dran. Und da sieht man auch so ein bisschen den Schwimmbad rein. Ja. Und ja, das ist all in one. Also man kann hier Sport, Schwimmen, Spaß, alles ist mit dabei. Und wir bauen heute weiter, jetzt nach diesem kleinen Rundumblick, hier erstmal mit den Klos, würde ich sagen. Weil das habt ihr wirklich richtig erkannt. Ich bin zu dämlich, wieso habe ich das verpasst? Ja, wir brauchen hier oben auch noch Klos, weil wir auf diesem Stockwerk keine. Und ich hasse das, wenn die Sims dann immer eine Stunde laufen müssen. Deswegen, ich würde sagen, packen wir die Handtücher einfach da rein, ne, in das Fitnesscenter mal. Und wir machen das hier weg. Und auch die hier, die packen wir da irgendwo dazu, dass die da dann ihre Eiweiß-Punsch-Dinger da
zu sich nehmen können hier. Ja, die sind all inclusive hier, ne? Zahlt einmal Eintritt, so zumindest die Vorstellung. Und ich hole mir da unten jetzt einfach, wir haben ja da mehrere Klos, ne? Wir machen da einfach das gleiche Klo, wir machen da Unisex-Toiletten rein, damit das hier passt. Und dann packen wir die Türen auch an die richtige Stelle hin. Und dann kopieren wir das Ganze einfach. Und ich würde einfach mal unten anfangen, weil da machen wir dann hier eins direkt. Dann müssten wir eigentlich auch gar nicht die Tür kopieren. Wir nehmen da einfach jetzt nochmal ein schickes Klölein. Kriegen die für ein Klo? Komm, die kriegen einfach so ein Standard-Klo. In weiß würde ich das einfach jetzt mal machen. Ich meine, ein weißes Klo. Das ist unsere große, unser großes Klo. Das ist keine Ahnung, ich weiß nicht, so die Behindertentoilette vielleicht oder so ein bisschen Wickelraum machen wir da noch rein, weil das haben sich auch so ein paar gewünscht. Und da gibt es dieses Wellness-Waschbecken, wir machen da einfach ein schönes weißes Klo rein, ne? Ist doch so gar nicht so schlecht, ja, so ist das gut. Und da gibt es dann auch diese Waschbecken, die dupliziere ich hier mir einfach. Und ich mache die aber so ein bisschen weg immer von der Wand, sonst haben die da so einen anderen, ne, das sind die, sonst hängen die da so weit drin und dann ist es nicht symmetrisch und das kann ich gar nicht leiden. Dann komm, das haben wir auch schnell hier mal gedoppelt platziert. Müssen wir das nicht den ganzen Raum wieder kopieren, sonst verhaut es mir da irgendwas mit meinem schönen Wasserfall hier außen. Ja, ja, nix da. Und dann gibt es hier, genau, waren wir hier jetzt, das krallen wir uns dann einfach. Es gibt natürlich auch noch Klopapier und wir können ja Räume jetzt kopieren zum Glück. Ging früher auch, nur man musste die eben dann in das Ding hier, oh, wir nehmen da nicht die, sondern wir nehmen da diese Box da. Man musste die dann in die Galerie speichern, in die eigene und dann, ja, ist das halt, müssen diese Papierbox hin. Und der Seifenspender, der muss auch noch her. Wo ist denn der jetzt? Da ist der Seifenspender, den brauchen wir. Und dann gibt es noch diese Papierbox, die nehmen wir auch. Die machen wir hier vielleicht in den Rand hin, ja. Und die Seifenbox hier dazu. Und jetzt gibt es da noch einen schönen kleinen Spiegel. Handtücher kommen weg. Und dann haben wir das hier completed. Ja, dann machen wir, was machen wir? So einen runden, oder passt der? Ah, das wird eng hier. Oh, das wird eng. Komm, dann können wir das noch ein bisschen weiter hier runter faken. Das soll eben hier am Waschbecken sein, dass die nicht da kleckern hier. Und dann ist das doch alles ganz schön. So ein kleines Klölein hier. Sehr gut. Und weil wir in dieser Ecke noch Platz haben und weil ich hier Hashtag Grün hier lebe in diesem Channel, machen wir Liebe und Liebe. Machen wir hier noch eine weiße Pflanze rein ins Eck. Hier, ja, die kommen da trotzdem noch aufs Klo. Ist kein Problem. Die ist so ein bisschen in der Wand drin, aber das Blatt ist einfach umgeknickt hier. Solange es nicht rausguckt, alles gut. So, jetzt entferne ich das hier doch nochmal, weil nicht, dass wir dann nachher, wenn wir das kopieren, dann irgendwelche Sachen hier doppelt haben. Da müssen wir mal aufpassen. Genauso habe ich die Tür auch doppelt. Das wollen wir ja nicht haben. Nee, nee. Das ist wahr. Okay, kopieren. Dann gehen wir nach oben, holen wir uns das auch nochmal, ne, dass die wirklich da... Oh, dann nehmen wir den ganzen Wasserfall mit. Was ist das jetzt? Was du machen? Spiele, nix hier. Wasserfall kopiert. So, wir nehmen das hier, das ist unser Ursprungsklo und das kommt hier hin. Mit Shift gedrückt halten könnt ihr das in den Raum nochmal duplizieren. Müsst ihr nicht nochmal neu anklicken, sondern habt das nochmal direkt an der Maus dran. Und wie gesagt, hier dürfen nicht doppelt Türen irgendwie drin sein. Wir müssen kurz gucken, ob ich die Fenster, also ob ich die Leuchtlampen, da haben wir noch irgendwas hier. Was ist das? Nix da, weg damit. Oh, und da ist wieder die Wand verrissen. Na, das meine ich damit. Na, das ist dann unschön. Das machen wir nicht so. Das geht ja mal gar nicht. Hier passt aber alles sehr schön. So muss das sein auch. Und jetzt habe ich da den Spiegel schon wieder entfernt. Ich hätte ihn aber gern wieder. Und zwar aber den. Und den packen wir da noch hin. Dann haben wir den da so ein bisschen, ne, wenn man dann rein und rausläuft, hat man da nochmal was. Mehr können wir da gar nicht hinstellen. Ich würde aber auch nochmal so eine Pflanze ins Eck reinstellen, damit das ein bisschen grüner hier aussieht. Weil da in dieser Nische haben wir ja noch Platz. Dann machen wir das doch so. Dann ist das ein bisschen freier und nicht so ganz so dämlich irgendwie. Und dann gibt es hier unten gibt's ja diese Kloschilder. Die holen wir uns auch noch. Haben wir uns ein bisschen Spaß erlaubt letztes Mal. Ich finde es so witzig. Und dann gibt es die Unisex-Toiletten auch. Wo sind wir jetzt? Nochmal eins hier. Genau, hier gibt es hier nochmal ein Schildchen hier. So, machen wir mal auch so Männlein, Weiblein, ne? Das ist doch so. Oder wir machen das drüber einfach. Na, die können aber überall reingehen. Ist kein Problem. Ist erlaubt hier im Fun- und Sportcenter. Yep. So, dass das auch nochmal klar ist, wo hier wer zu kacken hat. Ja. Oh mein Gott, da hat die halt einfach die Fresse. Okay. Also jetzt. Ja, da müssen wir nämlich auch noch so Schilder jetzt hin machen. Da machen wir die gleichen ja auch noch hin. Das ist ja unsere Garage eigentlich. Da ist Männlein und Weiblein, ne? Beide hier rein bitte gehen. Da gibt es da Tür. Hier so Schild. So. Dass man das auch sieht. Yes, so ist gut.
Und ja, hier machen wir auch nochmal so ein Clue-Schild hin. Würde ich auch nochmal machen. Hier gibt es auch nochmal so ein Clue-Schild. So, da nach hinten, da geht's nach hinten zu den Klos. Ich finde das immer ganz fein, wenn das da irgendwie so ist. Und dann ist die Wand nicht so kahl und was will man da auch sonst machen, ne? Ist ein bisschen doofig. Und dann gibt es noch Wanddeko und zwar unser Notausgangsschild, das ich jedes Mal suche. Meine Güte. Die müssen wir jetzt auch endlich mal platzieren. Haben wir da nicht schon eins? Doch, da haben wir schon eins. Sehr gut, da haben wir nämlich schon eins. Müssen wir nämlich noch oben mal gucken, ob wir da auch schon überall welche haben. Weil dann ist das hier, machen wir das einfach so, ne? Hier geht's raus, hier kommen, hier geht's raus. Dann machen wir das dahin. Ja, wir haben leider keinen Pfeil, der in die andere Richtung zeigt. Rennt um euer Leben heißt das einfach in Simlish, ne? Das heißt gar nicht mal hier irgendwie so anders. Das gibt's auch noch dahin, das machen wir dahin. Da geht's raus, Leute, da müsst ihr raus. Und auch hier raus, 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 hier raus. Alle raus, es brennt. Da nicht raus. Da haben wir schon eins, sehr gut. Nee, dann machen wir das aber dahin. So. Ja, aber über der Tür ist ein bisschen komisch, ne? Und hier unten haben wir da irgendwas noch. Machen wir da auch eins. Da haben wir schon eins, sehr gut. Haben wir auch schon alles geplant hier, ja, ja. Und das sind die an der Außentür, das sind die wichtigsten. Und da nach oben haben wir gesagt, ja, dann machen wir auch das falsch rum links hin. Ja, okay. Okay, und da gibt es auch nochmal einen Notausgang. Sehr schön, wow, das Ding wird fertig, Leute. Oh nein, so eine schöne Reihe und schon wieder vorbei. Ich habe es so genossen. Und da machen wir jetzt noch unser Wickeltischzeug hin. Ja, in die Umkleide kommt es rein. Sollen wir da auch nochmal ums Eck rum machen? Nee, wir lassen dies so. Ich finde das so ganz schön irgendwie, ne? Dass das so ein bisschen so eine Gruppe irgendwie so ein bisschen ist. Und das geht so nach außen und das geht auch nach außen. Das ist okay, dann sitzen die da und ziehen sich an. Wobei wir die eigentlich umdrehen können. Ne? Das sieht vielleicht besser aus, wenn die in die Richtung dann sitzen und die gucken da Richtung Schrank. Dann haben wir was im Schrank geholt. Ja. Und dann machen wir die vielleicht noch ein bisschen mehr mittig, dass der Platz da so ein bisschen mehr aufgeteilt ist. Besser, ja. So. Ich liebe es. I'm loving it. I love it. I love it. I love it. I love it. So, das kommt hier auch noch dazu. So, mal wieder schön. Dass das alles seine Richtigkeit hat. Komm, lass dich kopieren, Mensch. Lass dich doch kopieren. Papiertuchspender. Sieht ein bisschen altbacken aus, das Ding, ne? Sieht so aus wie die Dinger, die immer klemmen. Findet ihr nicht? Die Dinger haben irgendwie immer einen Schaden. Bei mir zumindest haben die immer einen Schaden. Die klemmen bei mir immer. Irgendwas mache ich falsch. Aber da muss man, manchmal muss man ziehen, manchmal muss man drücken, manchmal muss man nur hinhalten, die Hand irgendwie. Und das ist irgendwie bei mir immer komisch. Ja, also, Daniel erzählt von seinen Papiertücher-Desaster. Oder manchmal kommt auch warme Luft raus. Ja, ja, dass es so viele verschiedene Arten da gibt, dass man sich da noch nicht einigen konnte. Wir machen hier eine Theke. Und dann nehmen wir einfach eine schlichte Theke, wenn es eine schlichte gibt. Dann machen wir sowas. Ja, das ist ein bisschen besser, genau. Weil das kann man besser abwischen, das Edelstahl-Ding. Und dann nehmen wir jetzt wieder unsere Komfort-Dinger. Ist nur ein Deko-Wickeltischchen da. Und da nehmen wir, ich nehme ganz gern das hier, Ottomane hier. Und die kann man nach oben verschieben mit dem Höhenverstellsheet Move Object. Und dann hat man da eine weiche Ablage. Und die machen wir so, oh Gott. Uiuiui. Komm, wir machen da so Babyfarbe, oder? Komm, wir machen einfach eine Babyfarbe. So, ja. Und dann gibt es hier noch Deko. Oder nee, die sind, glaube ich, bei... Wo sind die denn drin, die Mülleimer eigentlich? Lagerung? Mülllagerung? Eigentlich ist ein Mülleimer eine Mülllagerung, oder? Eine vorübergehende Abfalllagerung. Und da machen wir auch nochmal ein Spieglein an die Wand. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das schönste Baby im ganzen Land? So, was ist das denn? Ein Dreierspiegel und wir haben nur zwei. Aber das guckt hier nicht raus, oder? Ah, so ein bisschen, aber macht's nichts. Und da? Ah, da macht's was. Na gut, dann. Dann halt nicht. Ach, Menno, ich hätte sogar gerne den genommen. Ist auch ein Dreier. Dann machen wir nur einen in die Mitte, ja. Und dann gibt's hier auch noch so Popotücher. Popotücher. Die wollen wieder nicht hier rein, ne? Ich glaub's nicht, oder? Dann machen wir die Ablage weiter rüber. Das ist dann aber wirklich ganz am Rand hin. Dass es wirklich gewollt aussieht und nicht zufällig. Und dann gibt es hier auch noch Papiertücher. Würde ich auch nochmal machen. Machen wir doppelt. Die hält besser. Ja. So, und einen kleinen Mülleimer wollte ich doch haben. Ja, ich möchte noch Müll haben. Müll.
Mülltonnen, genau. Wir machen noch so einen kleinen Mülleimer hin für die Windeln. Ist an die Arbeit gehen, ne? Das ist schön mit Tüte, so kann man schön lernen, ja. Das muss man ja auch nicht wirklich hin. Das ist eher so ein, ja, ist okay. Ist ein bisschen knappisch hier, ein bisschen eng. Aber das geht schon, ja. Was haben wir denn noch? Ich glaube, das reicht auch. Die Windeln sollen die gefälligst selber mitbringen. Die werden hier mal nicht gestellt. Und da gibt es auch noch so Desinfektionszeugs oder sowas, ne? Yes. Boah, das ist gut. Das ist sehr gut. I like, würde Carrie sagen. Okay. Schön. Doch, das gefällt mir jetzt aber. Das muss ich schon sagen. Hier ist unser Schmalräumchen. Da machen wir gar nichts mehr rein. Das ist schon viel zu eng. Und dann haben wir hier die Treppe, das passt hier auch. Das sind unsere Snackautomaten, das ist auch okay. Da haben wir auch schon completed. Dann wirst du Teilnahmeformulare schon platzieren, so kleine Details. Und das Ding, das schmeißt ihr einfach raus, wenn ihr das nicht haben wollt in eurer Sporthalle. Aber ja, das ist so fit. Bei mir ist das halt so drin. Vielleicht stellen wir da auch noch so ein paar Bänke hin, weil dann sieht das nicht so aus, wenn das mitten im Raum drin steht oder irgendwie den Platz. Ja, das ist ja mehr so eine Mehrzweck-kleine Sporthalle, ne? Voll klischeehaft, natürlich rosa Yogamatten für unseren Ballettsaal. Und hier gibt es die Lehrer-Ballett-Stunde, eigentlich Yoga, aber ja, okay. So eine Mischung aus Sporthalle und Wellness-Ding, ne? Das ist jetzt die richtige Sporthalle, da muss ich glaube ich, an der Wand gar nichts mehr machen. Das würde ich so lassen. Da würde ich gar nichts mehr irgendwie, oder sollen wir nochmal eine große Matte? Nee, das lassen wir so. Wir machen da gar nicht mehr lang dran rum. Das ist, glaube ich, so ganz gut. Ich würde aber hier nochmal im Live-Modus gucken, ob wir da können, wie das machen. Oh nein, weil der nur zu Besuch ist, oder? Ne, ausschalten, dieses Licht. Yes, das geht. Weil das leuchtet zu arg hier, ne? Ausschalten, dieses Licht. Ausschalten, dieses Licht. Und dann lade ich das ausgeschaltet in die Galerie hoch, in der Hoffnung, dass es auch ausgeschaltet bei euch ankommt. Haben wir das auch schon? Ne, glaube nicht. Dieses Licht. Ausschaltet dieses Licht. Sieht immer noch aus, wie wenn es an wäre. Ist aber komisch. So. So. Ja, jetzt sieht es nämlich mehr wie eine Sprossenwand aus und nicht wie eine Leuchttafel hier. Haben wir eins vergessen, ehrlich? Haben wir oder haben wir nicht? Ah, das ist auch okay so. Sieht schon besser aus. Dann glowt es nicht so arg. Hm? Ja. War auch eine sehr coole Idee wieder aus euren Kommentaren. Sonst gehen wir da oben weiter in unserem Fitness-Dingens hier. Da gibt es auch noch was so ein bisschen. Da habe ich erstmal dieses Zeug so reingestellt, völlig frei. Dann gab es noch den Hinweis in den Kommentaren, ich soll doch bitte die Dinger in Richtung Fenster meinen. Ja, das mache ich doch jetzt. Psst. Alles gut. Wir nehmen da auch das helle Holz. Die habe ich auch noch nicht eingefärbt. Du musst leider jetzt hier weichen, Schätzchen. Wir wollen nämlich dich darüber platzieren. Wir bauen ein bisschen um. Euch machen wir vor die Fenster. Das wird hier ein bisschen knapp mit dem Platz hier. Oh nein. Ist ein bisschen schade jetzt hier. Was machen wir denn dann? Wir machen da nur eins hin. Ja. Und da hinten kommt die Bank eventuell hin, so an die Wand. Oder? Und dann können wir da nochmal so ein Regal mit diesen Gewichten oder irgendwie sowas reinmachen vielleicht. Oder so ein Handtuchregal oder sowas. Na, das wird ja auch immer ganz gern. Dann, komm, dann nehmen wir doch auch da wieder das schöne Holz. Oder sind wir dann zu sehr in diesem Sporthallen-Thema? Aber es ist ja eine Sporthalle. Es sind ja nicht mehrere Sporthallen. Machen wir mal das Gitter aus, brauchen wir nicht. Und dann können wir uns nämlich diese Tischchen da holen, die wir unten auch schon haben. Diese, nicht diese da, wo sind die denn jetzt wieder? Da. Diese Prunktische. Und die papsen wir hier an die Wand hin und legen da Handtücher rein. Das ist nämlich voll schön. Ich finde das voll schön. Da können wir ein bisschen in die Wand wieder reinfaken. Und dann haben wir da so eine kleine Ablagefläche. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht zwar übereinander. Das ist nämlich so ein komischer Schatten unten dran. Und deswegen muss man die so ein bisschen ineinander. So, ja, komm, ja, ja, ja. So, oder nicht? Nee, das sieht nicht gut aus. Wir machen nur eins. Ja, wir machen nur eins und da legen wir kleine Handtücher rein. So wie auf diese Ablagetischdingens da. Da, genau, das hier. Machen wir das auch nämlich so. Dann haben wir da noch ein bisschen Kontrast drin. Das ist nicht alles komplett so weiß. Das wollen wir da aber auch nicht haben. Das machen wir vielleicht da an die Wand hin. Das passt das, glaube ich, ganz schön dazu. Haben wir das auch nochmal in diesem Holz. Dann machen wir das auch. Dann machen wir das auch. Sehr gut. Und das sind die Umkleiden und das sind dann unsere Sitzhocker dazwischen. Ja, das ist doch gut so. Machen wir so.
So, da machen wir das da oder da noch. Nee, das ist zu weit im Gang dann drin. Nö, das lassen wir einfach so. Okay, hier auch nochmal. Dann machen wir das da so hin. Erstmal. Und da nach unten soll man dann auch gucken können. Oder wir machen, passt das da dazwischen? Das wäre natürlich nicht so schlecht jetzt, ja. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Ja. Ah ja, das passt sogar. Dann machen wir das doch so. Mhm. Und hier ist dann wieder so ein bisschen Spiegelthema, ne? Da kann man sich dann irgendwie Boxsack. Okay, dann machen wir die in die Mitte. Genau. Wir machen die Boxsäcke in die Mitte hier. Stellen wir auch nochmal so eine Bank hin. Und da auch, oder nicht? Doch, ich würde da gerne so eine Ablage noch machen. Wisst ihr, wie ich meine? Und die Boxsäcke, da nehmen wir die ja, aber in diesem. Oder gibt es da nicht noch andere? Gibt's, glaube ich. Das sind die Wellness-Dinger, aber die gibt's dann. Was nehmen wir denn da für eine Farbe? Jetzt blau oder weiß? Die weiß sind voll schön, ne? Bisschen edler. Wir haben edle Boxsäcke, ganz neu. Türkis passt auch ganz gut in den Fenstern. Rot ist natürlich, ne? Boxsack, rot. Ich würde den Türkis. Oder den blauen. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die blauen da fixiert. Ich weiß auch nicht warum. Wir nehmen die blauen, die machen wir mitten rein. Das passt so auch. Die auch noch so ein bisschen da so hin, ne? Dann ist das schön aufgeräumt. Und da papsen wir jetzt. Sorry, Typi hier. Da müssen wir jetzt noch Deko-Handtücher so hinlegen. Genau, wir wollten ja erstmal die Kleinen da krallen und skrapschen. Wir nehmen die hier. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das hier lasse. Dann machen wir eventuell nochmal so eine Bank hin. Stopp, wo bist du? Nicht so weg. Du musst das nicht drehen. Punkt und Komma passt hier immer ganz gut. Und dann machen wir hier nochmal mit Höhenverstellt hier nochmal so ein Dings rein. Da ist so, komm. So, wie weit musst du hoch? Wie weit musst du hoch? So, ist gut. Komm, wir machen nur eins. Aber machst du ein bisschen seitlich, dass es so ein bisschen freier aussieht. Yes, sehr schön. Das sind die Handtücher, die geliefert werden. Dann brauchen wir aber noch. Komm, wir machen das gleich mal, dass wir das hier schon mal aufgeteilt haben, weil dann haben wir von dem auch zwei und von den Laufbändern haben wir drei. Boxsäcke zwei, das ist eine gute Kombination. Und dann machen wir hier nochmal. Machen wir hier nochmal das in die Mitte hin. Dann machen wir nicht das Gamer-Ding hin. Dieser Fitness-Ding oder was? Gibt's gar nicht, oder? Wann gibt's denn dieses Handwerkszeug da? Ja gut, Fitness ist halt dann, nehme ich an, das hier, ne? Das hier ist ein Fitness-Ding. Aber brauchen wir da so ein Banner-Ding, so einen alten Lappen da? Wir machen da einfach so einen Muckibuden-Banner hin, ja. Ah, dann wäre auch schon ein. Ja, dann halt so, dann ist es genehmigt. Sehr gut. Dann ist es genehmigt. Ja. Da gibt es dann noch so Rucksäcke, die würde ich da hinmachen, aber wenn da jetzt Bücher drin sind, ich meine, ja, die können ja nach der Schule da hingekommen sein oder was weiß ich was, von der Bücherei kommen und dann gehen die noch. Wir haben leider keine Sporttaschen, wir haben nur diese Geldtasche. Das wäre so schön, wenn es die Geldtasche ohne Geld geben würde. Aber das ist jetzt halt so. Jetzt gucken wir mal da noch, weil da gibt es doch für diese Wanddeko das Zeugs, was ich nie finde. Wir da noch so Wimpels machen da. Wimbledons. Kommen wir mal da noch so Wimbledons hin. Komm, wir kriegen wir ein bisschen Farbe rein. Come on, Leute, das ist doch genehmigt, oder? Komm, lass mich dich doch vergrößern. Was ist denn los jetzt? Meine Güte. Zickst du heute wieder rum hier? Vergrößerungscheat aktivieren. Es will nicht, Leute. Was mache ich denn jetzt? Es will nicht. Es will nicht vergrößern. Ach, schade. Ja, dann mache ich das wieder weg. So ganz gefällt es mir ja auch nicht wirklich. Na gut. Okay, manchmal will das wirklich nicht. So jede, keine Ahnung, ich will mal sagen, 50., 100. Folge, irgendwie sowas. Und dann gibt es auch diese Wanddeko, diese Gewichtsdinger da. Aber die finde ich nie. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich glaube, die sind auch wieder in... Entweder ein verschiedenes oder ein Wanddeko oder was weiß ich. Die finde ich übrigens billig, diese Regale, wobei sie jetzt hier passen, weil die ein bisschen untergehen in diesem Weißen. Deswegen könnte man sich das hier überlegen, ob man das noch macht. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ablagefläche. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Und dann kommen alle da zu diesem Trainingsgerät. Das sieht ein bisschen komisch aus. Was machen wir denn dann? Wir machen das so ein bisschen ineinander. Yes, genau, das ist gut. Und da machen wir das aber weg. Hier könnten wir eventuell nochmal irgendwo
Oder? Haben wir da noch Platz? Nehmen wir auch nicht. Gut, bei dem Schrank ist es egal, ob das so rum drin steht oder so rum. Dann haben wir hier noch Beleuchtung. Das wird hier auch noch gestattet. Da haben wir zwei Lampen. Das passt ganz gut über den Spiegel. Darf man gern so ein bisschen heller sein. Und da papsen wir dann hier in der Mitte was rein. Und hier. Und da nochmal eine. Und hier nochmal eine im Eck. Da ist das, glaube ich, schön ausgeleuchtet. Hier auch. Fitnesscenters sind meiner Meinung nach sehr grell immer. Finde ich schon. Die sind immer sehr grell. So sieht das doch ganz gut aus. Yes. Ist die Wand wieder so stark angestrahlt, ne? Ist auch nicht zu fassen. Komm, hat man irgendwie ein bisschen Licht rein, dann sind die Wände wieder so grell. Manchmal frage ich mich, warum. Warum das jetzt wieder so grell weiß ist. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schrecklich. Ich finde es gar nicht so schrecklich. Es ist ein bisschen komisch, aber ist gar nicht so schrecklich. Man hier auch so Bademäntel rein, würde ich sagen, dass man da, wenn man vom Wellness kommt oder so, die dann da vielleicht nochmal so ein bisschen aufhängt. So Jacken und so Zeugs haben wir jetzt da leider gar nicht. Machen wir die nämlich hier an diese freien Stellen noch hin. Ja, okay. Und dann gibt es hier so ein paar Handtücher rein. Die slotten da oben leider nicht rein. Deswegen, die Höhenverstellsheet muss hier gefordert werden. Aber wir wollten ja nur rechts machen, ne? Links wollten wir doch meine Gewichtdinger dahin machen, die ich nie finde. Das sind keine Gewichte, ich weiß, aber das sieht so aus. Ich sag dazu mehr Gewicht. Und dann nochmal eins, aber dann machen wir das andersrum, hier so. Und ja. Das ist ein bisschen großes Handtuch auch, aber ist okay, man will verschiedene Farben. So, yes, das ist gut, das ist gut. Hier kommt jetzt, sag doch mal, was ist das denn? Das passt vielleicht auch ganz gut. Ja, das ist aber der, nee. Wo ist denn jetzt dieses blöde Ding? Och man, ich suche das jedes Mal. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Räume rein, weil ich glaube, da ist es auch mit drin. Da gibt es nämlich einen Raum aus dem Base Game. Aus diesem, Base Game, habe ich gesagt. Hier, Base Game. Aus diesem, genau. Und da gibt es die nämlich auch, oder? Gibt es die nicht? Ah, da gibt es noch die hier. Ah, die sind auch schön. Komm, die machen wir auch hin. Da kann man sich auch mal ein bisschen Inspiration holen dann an diesen vorgefertigten Räumen. Wenn man da dann nochmal so ein Pokalding hinmacht. Ja. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. So, dann machen wir das genau so hier, ja. Hier auch nochmal hier knallhart hier Pokale hier. Und da ist es aber jetzt gar nicht drin. Dann verwechsel ich das wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es was ganz anderes und ich habe immer gedacht, das ist fürs Fitness. Da ist auch nochmal so ein Fitnessraum. Nee, das ist der Spionraum. Genau, das ist diese Sporttasche, aber die ist nur mit Geld, ja. Die wäre schön ohne. Die wäre richtig schön ohne Geld. So. Nee, Bar auch nicht. Sag doch mal, wo bist du denn? Hauptquartier. Nee, da ist ja echt nicht drin, das Zeugs, ne? Ich hätte schwören können, das ist da drin. Ich hätte wirklich schwören können. Das ist blöd jetzt aber. Ich hätte es so gern gehäbt. Gehäbelt. Nee, ne? Schade, Daniel findet nicht sein Objekt. Oh, die sind auch toll. Die sind auch toll. Die vergesse ich auch immer, dass es die gibt. Ich bestimmt schon 100 Mal dran gedacht und dann wieder vergessen und dann, ja. Das ist nichts geworden dann. Das passt hier perfekt rein in dieses Yoga-Ding. Das ist so ein bisschen doof, so ein bisschen Handtuch, ne? Und da gibt es echt auch schöne Farben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das Ding ist aus dem Grundspiel. Ja, es ist aus dem Grundspiel und keiner findet es. Ich finde das nie. Findet ihr das Ding? Ich finde das nie. Ich weiß bis heute noch nicht, wo es drin ist. Ottomane, ne? Aber man findet es nicht. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es kann jeder sagen, was er will jetzt. Da bin ich jetzt hier ganz eigen, ja. Dann mache ich das hier hin. Die Geldtasche kommt weg, würde ich sagen. Ja, ist leider so. Hier ist dann unsere Glimbim-Ecke einfach. Ne? Da ist so ein bisschen Krams abgestellt und so. Ja. Haben wir das Regal vielleicht dann doch weiß, dann sieht es ein bisschen besser aus. Dann verlasse ich mich jetzt mal auf diese Suche hier. Ach nee. Es ist echt schade. Ich weiß auch nie, welche Farbe ich suchen muss bei diesem Objekt, weil manchmal guckt man ja auch oft nach der Farbe und dann erkennt man es vielleicht.
Aber nee, das ist da nicht. Das ist da nicht. Das ist da auch nicht. Es ist ein Wandobjekt und ist bei Bildern drin vielleicht. Das könnte sein wieder, ne? Dass die das einfach bei Bilder reingepackt haben. Ist aber auch nicht. Ist auf jeden Fall im Base Game. Es ist im Base Game. Es ist einfach so, so scheiße sortiert. So, nee, da ist es auch wieder nicht. Nein, lasst mich doch das Ding hier irgendwo machen. Verschiedenes. Da waren wir, glaube ich, schon, oder? Waren wir da schon? Aber es ist doch ein Wanddeko-Objekt. Daniel sucht hier jetzt wieder. Ja, es tut mir leid, aber es ist nicht da. Es ist nicht da. Und bei Kleinkrams kann es ja auch nicht sein, weil es ist ja für die Wand. Nee. Es ist nicht da. Es ist nicht hier. Schande. Schande, Schande, Schande. Liebe Leute, wirklich eine Schande. Es ist eine Schande, dass sie das verstecken. Wahrscheinlich ist es in Tischen drin oder irgend so ein Blödsinn. Irgend so ein Blödsinn ist es da wieder drin. Da, wo man es eben nicht sucht, ne? Wo man es einfach nicht sucht. Oberflächen, verschiedenes. Da ist bestimmt drin, oder? Nee, auch nicht. Regale, da ist es drin. Ah, okay, Wandregal. Okay, aber ich dachte doch eher, ne, das sind eher so Sachen, wo man reinstellen kann. Und da kann man ja gar nichts reinstellen oder draufstellen. Das wollte ich jetzt eigentlich haben, ne? Und das sind so aus wie so Gewichte oder irgendwelche, ach, wie heißt es denn wieder? Ich kann mir das doch nicht merken. Jagdaufhalter. Außerirdische jagen dich durch das Haus. Nimm diese unauffällige Waffe aus dem Wind in den See. Bewahre Fach Allianz Freund extra Schwung auf. Ah, ja. Ah, ja, ich habe kein Wort verstanden, aber ihr auch nicht, weil ich genuschelt habe. Aber ist egal. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das machen wir hier noch da drunter. Das passt vielleicht ganz gut. Dann haben wir den Schatten nämlich wegkaschiert. Und da machen wir das auch noch hin. Das sind für mich so, keine Ahnung, oder so Stelldinger, wo man das irgendwie breiter machen kann. Oder irgendwie diese, wie heißt das denn, diese Kreide da, ne? Für die Hände. Naja, gut. Magnesium, glaube ich. Ich kann mir das nicht merken. Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich mir einfach nicht merken. Das ist voll witzig eigentlich. Das sind die einfachsten Sachen, ich kann mir das nicht merken. Ist egal, wie oft und ja. Okay, genug gelabert jetzt hier. Aber wir haben jetzt hier das gemacht. Hier oben ist jetzt completed. Krass, oder? Ist completed. Und ja, ich lasse diesen Boden da. Ich finde den gut, oder? Ja, sonst ist alles so gleichmäßig. Ist langweilig. Gut, hier unten, da, die Sporthalle haben wir auch completed. Was ist das denn für ein Ding? Ach so, ich dachte gerade, hey. Okay, dann haben wir das hier. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Hier ist auch gut. Toilettenschilder überall hin. Schön. Garagentor hier, Umkleidekabine. Fertig. Da machen wir auch noch ein Dings rein. Da, Dekohandtücher. Wir kriegen überall noch Dekohandtücher hier serviert. Für den, ja, das sieht einfach gut aus. Mal wie hier so an den Rand, in der Hoffnung, dass sich da dann keiner drauf fletscht mit dem Arsch. So, ja, so ein bisschen Handtücher noch, ne, das ist irgendwie nochmal, keine Ahnung. Das sind ja die Duschen auch, komm, dann machen wir das grün. Das ist nicht grün, aber ja. Genau, Wickelklos, mehrere Klos, also mit Klos geht es uns jetzt hier echt gut. Sporthalle, fertig. Okay, Schwimmbad ist fertig. Ist fertig. Gibt es keinen Sprungturm? Nee, weil dann auch nicht den Kopf an die Decke. Das ist unser Wellness-Ding. Das passt auch. Ja, sehr schön. Genau. Und dann haben wir da unser Eingang. Der ist auch gut. Ja, der ist auch gut. Der ist auch gut. Das ist ein Poster. Hier haben wir sowas da noch. Genau. Duschen, Sauna, Klo. Alright. Completed. Leute, ich glaube, wir sind fertig. Oh mein Gott. Und da ist unser Keller, der ist eh fertig. Ja, genau, da haben wir ja schon ewig rumgebastelt hier in vielen, vielen Folgen, bis mir das mal gepasst hat, so wie ich das wollte. Okay, dann müssen wir jetzt weitermachen. Wir machen jetzt hier erstmal, das ist ein Wellness-Grundstück, Wellness-Center. So, Anforderungen haben wir ja completed. Toilette, Dusche, Kleiderspind, Wellness-Ausstattung und Waschbecken. Sehr gut. Dann Merkmale. Was nehmen wir denn für Merkmale? Ich nehme da, glaube ich, da gibt es doch diese, was, private Behausung, ne, Schreckbesucher, Frischluft. Genau, frische Luft ist ausgezeichnet für sportliche Betätigung. Genau, das würde ich machen. Der ist gut belüftet hier drin. Durch diese Höhe, da haben wir schöne Wichtel, werden alles repariert, wissenschaftliches Gebiet, gesellig. Charisma, Comedy, Schelmfähigkeit, ne.
Natürliches Licht. Ui, optimal zum Malen und Fotografieren. Ja, wir sollen da nicht malen und fotografieren. Optimales Licht haben wir ja. Fruchtbarer Boden. Nee, die sollen auch keine Kinder machen. Tolle Akustik. Nee, schnelles Internet. Programmierschreiben. Nein, Kinderparadies. Nee, heimisch. Mixen, Koch, Geschicklichkeit, Gartenfähigkeit brauchen wir nicht. Gartenarbeit? Nein. Schmutzig? Nein. Heimgesucht? Nein. Romantisch? Ui, Liebesrausch. Party Location. Wundermünzen. Ekelerregend. So Wundermünzen finde ich eigentlich ganz witzig. Weil hier unten, ne, da verliert man irgendwie mal Münzen neben den Spielautomaten. Irgendwie so dachte ich, ne? Kobolde, nee, dunkle Energie, ekelerregend, Abendrot. Ui, wunderschöne Landschaft. Also, wenn die Sonne untergeht, können die Sims energiegeladen, glücklich oder inspiriert. Das brauchen wir, energiegeladen. Genau, jetzt gucken wir doch mal nochmal rum, ob es was Besseres gibt, als diese Wundermünzen. Papier versteckt, nein. Nein. Künstlerische Schwingungen, Holzarbeit, nein. Böse Schwingungen, nein. Gute Schulen, nein. Teenager-Treff. Teenager, was sie will, durchstreifen sie meistens die Nachbarschaft. Größtenteils Teenager ab. Nö, muss nicht unbedingt Teenager sein. Küche des Küchenchefs, nein. Erdbebengebiet. Nee, nee, nee. Okay, dann lassen wir die Wundermünzen, Frischluft und Abendrot. Sehr schön. Dann haben wir gute Anforderungen hier für unseren Wellness, unser Wellness-Center. Fun- und Sportcenter heißt das bei mir. Ich mache Wellness-Center, weil dann auch die Sims kommen zur Massage und wir haben einen Barkeeper auch vor allen Dingen drin. Das ist ganz wichtig. Und wir haben ja unten eine Bar. Und ich habe extra nochmal dazu Erklärung, nur eine Bar gemacht, weil sonst kommt trotzdem nur ein Sim und dann ist mal die Bar bis jetzt einmal die und wenn man einfach zur Bar will, muss man einfach hier runter jetzt gehen. Das ist auch in Ordnung. Yes, okay. Snacks gibt's nur unten. Hier oben wird nicht gefressen in der Sporthalle. Das ist verboten. Ja, ja, hier, das gibt's nix. Hier, gar nichts. Dann Live-Modus. Testen. Du bist jetzt unser Test-Sim. Wir gucken jetzt erstmal, ob der überall hinkommt. Ne, du bist schon hier unten, das ist schon mal ganz gut. Du probierst jetzt erstmal das hier, ob du das hier spielen kannst. Das probieren wir jetzt erstmal aus mit dir. Weil es ist ganz wichtig hier, dass das alles, dass die überall hinkommen. Das weiß man ja nie, ob doch vielleicht was stört. Genau, Fernbedienung. Genau, und jetzt hier Virtual Reality en masse hier. Sehr schön. Dann würde ich aber, wenn der so rumsteht, würde ich das Ding einfach umdrehen. Genau, weil dann gucken die in Richtung Publikum, ne? So, natürlich, ja. Und hier unten, da kommen die auch überall hin, würde ich jetzt mal sagen, ne? Du sollst jetzt einfach mal hier nach unten hier hin teleportieren, Teleportation kommen. Machst du hin, machst du hier Teleport, genau. Jetzt testen wir die Bowlingbahn. Bowlen, komm, mach Bowlen hier. Kommst du da hin, bitte? Komm hin, sag nicht, dass du da nicht hinkommst wegen den Lampen oder so. Kommst du da hin? Das musst du kommen. Yes, das geht, ne? Sehr gut, du kommst da hin. Also gut, next one, das muss gehen. Hier testen wir es auch nochmal. Abbrechen, komm. Ja, du kannst es noch nicht, ich weiß, das ist aber egal. Du kommst aber hin ans Objekt. Wenn du es könntest, könntest du hier bowlen. Du sollst jetzt hier aufhören zu bowlen, bitte hör auf. Bitte hör auf, hör auf. Wir müssen hier weiter testen. Komm, das hier rechts auch. Die in der Mitte, die müsste gehen, da bin ich jetzt gar nicht. Hör auf zu bowlen. Oh, das ist so schwierig, die Sims da wieder rauszuholen aus dieser Bowling. Ja, du machst das ganz gut. Das mache ich nichts kaputt, bevor wir das hochladen. Das ist schon kaputt gemacht hier, oder was? Nix. Hör auf zu bowlen. Mensch, ich gehe jetzt das 10. Mal hier abbrechen. Hör doch auf jetzt. Meine Fresse, ist das nervig mit dir. Klick, 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 klick. Weg, weg, weg. Aufhören. Ach, komm jetzt, bitte. Hör auf zu bowlen. Nein. So, danke schön. Jetzt hier bowlen. Aber nur einmal kurz testen, dann gleich wieder aufhören. Bitte, bitte. Ja, der läuft schon hin. Dann heißt er kann. Oder? Ja, er kann. Also weg. Nicht mehr. Nein. Hör auf. Hör auf zu bowlen. Bleiben die Kegel eigentlich so, wenn man das in die Galerie überträgt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das muss ich mal nachher gucken hier noch. Können wir auf jetzt zu bowlen, bitte. Stopp. Nichts bowlen. So, komm, wir gehen hoch jetzt wieder. Komm hierher. Ne, genau. Wir kommen hierher. Genau, sehr schön. Das sind schon unsere Massagedinger. Das passt hier. Massage erhalten, Fußmassage erhalten. Genau, die anderen gehen als Liegestühle durch. Ist eh gut. Ich komme nochmal in Reflexologe. Sehr schön. Reflexologen hier ohne Ende und Masseure. Perfect Match. Kommst du in die Sauna rein? Das muss ich jetzt probieren mit dir. Schatzilein, komm mal mit dir nach oben. Das sind die Klos, die sind zugänglich. Da habe ich keine Bange. Das wird funktionieren und komm.
Das geht auch gut. Kannst du dich ja auch umziehen, Bademantel anziehen? Mach mal das bitte erst. Komm mal zurück. Probier mal hier einen Bademantel anzuziehen. Die Duschen, die klappen auch. Das Klo ist auch komplett zugänglich. Die Sauna ist immer ein bisschen, weil da hat man mal am Rand und so. Eigentlich müsste es auch gehen. So, Bademantel hast du an. Ah, das hast du noch nicht geladen, das Outfit. Na toll. Vielleicht auch, weil ich das Wellness-Center-Grundstück erst gerade eben umgestellt habe. Sehr gut, das tut auch. Sehr gut, yes. Gut, das klappt alles. Dann geht's weiter. Die gehen alle wieder raus hier. Ist schon zu Ende hier oder was? Was macht ihr denn da draußen? Wir gleich mal gucken. Ah, das ist eine Demo, okay. Dann gehen wir mal nach oben jetzt und dann probieren wir hier zu spielen. Das ist nämlich das Wichtigste. Wenn wir da spielen können wegen den Matten und so. Probieren wir alles mal. Würfe ausprobieren. Genau. Oh, die macht hier Sport schon in der Umkleidekabine. Sehr schön. Komm her. Come on. So, genau. Geh nach oben. Das klappt auch hier alles. Die Türen sind zugänglich. Sehr gut. Das sieht auch schon mal gut aus, dass er da hinläuft. Jetzt gucken wir mal. Das klappt auch, ne? Weil das Objekt geht nicht ganz bis zu der Kiste. Und also gut. Fertig. Next one. Hier, komm, geh da rüber. Kommst du da auch ran? Da müsstest du noch eher rankommen, auch wenn da Bälle rumliegen. Das geht. Yes. Sehr schön. Sehr gut. Ja, du triffst zwar nicht, aber du kannst das Objekt benutzen. Das ist, was wir wollten. Jetzt gucken wir hier mal. Da ist die Yoga-Lehrerin. Hier ist ein Lehrer. Oh, das ist sogar ein Vampir. Ah, das ist der Vatore. Okay, dann können wir hier auch mal kurz ein bisschen bitten zu beginnen, Yoga-Kurs, weil das müssen wir auch mal testen, weil die Matten, die müssen ja da in diesen 30 Minuten beginnen, der Yoga-Kurs. Okay. Sage dem Lehrer Bescheid. Ich möchte teilnehmen, genau. Ein Gehirndoping-Test teilnehmen. Dann gucken wir nämlich mal, ob das klappt, weil die Matten, die müssen in diesem Bereich vor der Lehrer-Yoga-Matte liegen und dann können die Sims da teilnehmen. Aber es sieht auch schon mal ganz gut aus, weil hier sind schon mal zwei auch. Und jetzt macht er halt hier mit. Naja, gut. Ist okay. Ist okay. Darfst du damit machen. Kannst du nicht die einfach verwenden? Haltung einnehmen. Mach doch einfach mal. Wieso machst du jetzt hier mit, du Trottel? Ist der Platz schon belegt da vorne oder was? Ja, dann würde ich die jetzt aber noch ein Stück weiter wegschieben, in der Hoffnung, dass der dann nicht da, eigentlich da nicht teilnimmt. Ja, wirklich, das würde ich so machen. Ich würde mal sagen, hier. Hallo? Komm, noch teilnehmen. Aber auf die Latte hier, bitte. Komm. Hat bereits begonnen. Na toll. Ja gut, aber es funktioniert. Also die nehmen hier teil, das ist okay. Ansonsten müsste man die Matten dann später selber. Ja, das ist schon belegt. Die lassen mich nicht mehr mitmachen mittendrin. Ja. Okay, das funktioniert auch. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich alles. Dann müssen wir hier oben nur noch mal gucken im Fitnesscenter. Dann müssen wir, da ist das hier ein bisschen kritisch vielleicht, weil da auch Objekte nebendran stehen. Ansonsten habe ich da keine Bedenken. Das wird hier tun. Hier hochlaufen kannst du auch. Da oben ist ja nichts wirklich, was man benutzen muss. Zwangsweise, sehr schön. Und da kommst du auch ran, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ja. Dich machen wir noch so ein Stück weiter nach links, damit du da auch schön mittig bist, dass die hier die Aussicht genießen können, in die Richtung auch. Und da haben wir da die Aussicht auch so, ne? Schön mittig, sehr gut. Ja, und da ist noch so eine kleine Sitzbank oder eine Ablagebank, das passt auch. Das reicht, das ist schön. Dann machen wir hier auch noch so ein bisschen New Age Wandlautsprecher, dann haben wir hier so ein bisschen Mucke. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ja, das haben wir unten auch schon im Wellness Center drin. Da kann man die dann einschalten. In der Sporthalle oben haben wir die auch. Dann passt das auch. Das ist doch gut. So, that's amazing. Ich würde es schon sagen. Ja. Komm, wir lassen uns da doch nochmal Männlein, Weiblein draus machen. Ich finde das hier ein bisschen hässlich mit den Türen. Das ist jetzt gerade falsch rum. Ist ja auch witzig, ne, wenn man da mal Männlein hinmacht und dann ist da eigentlich Weiblein, ja. Ich finde die viel schöner, ne? Die passen auch schwarz-weiß. Und da unten, wo waren die denn? Oder waren die hier Mittelstock? Ja, die waren im Mittelstock. Hier ist auf jeden Fall Männlein, Weiblein außen und da ist dann aber nur Weiblein und hier nur Männlein, ja. Ja, das ist besser, nehme ich. Genau, aber andersrum. So. Und da ist Unisex, genau. Männlein, Weiblein. Okay, das passt. Leute, wir sind fertig. Wir haben es hier. Wir sind hier durchgekommen. Die machen die Massage schon. Sehr gut. Läuft alles. Schichtwechsel.
Hier auch alles perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Wir haben das Fun- und Sportcenter hier fertig. Nein, es ist zu krass. Es ist so krass. Vielen lieben Dank euch. Mann, das war ja wieder eine geile Reihe hier. Krasser Scheiß hier. XXL-Finale, doch wieder geworden. Ich dachte, ich werde schneller fertig. Aber das ist das Fun- und Sportcenter. Ich bin Daniel von SimFancy. Und wenn es euch gefallen hat, das letzte Mal, jetzt den Daumen nach oben. Ja, vielen lieben Dank. Es war eine sehr coole Reihe. Ich freue mich total. Irgendwie bin ich auch ein bisschen traurig, dass es aus ist. Und wir hören uns dann in einer neuen Reihe. Ja, eurer Wahl. Jetzt könnt ihr euch rausgucken. Nee, oder? Jetzt am Schluss noch so Versprecher. Das habe ich ja gern hier, ja. Und da oben haben wir auch noch irgendeine schöne Wand-Bodendings. Komm, letzte Amtshandlung. Hier, da einen schönen Boden zu finden. Komm, wir machen da einfach so etwas Blaues oben drauf. Ne, das ist so ein bisschen. Oder wir machen das schwarz. Das ist die schwarzen Fensterrahmen da oben. Ja, wir machen das einfach dunkel, oder? Ach, das ist wieder so, dann kann wieder alles sein, ne? Ich mach das mal so und dann nehmen wir hier so ein Weiß da, ne? Das fällt ja nicht so sehr auf. Dann sieht es mehr aus wie Oberlichter und weniger wie irgendwelche schwarze, keine Ahnung, was für schwarzen Dinger das sind. Ja, viel besser, hey, wow. Und es sieht das nicht so tanzflächenmäßig aus. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt wirklich am Ende. Das ist das Fun- und Sportcenter. Das gibt es in der Diesem4-Galerie als Download. Könnt ihr euch herunterladen, auch wenn ihr nicht alle Packs habt. Das macht gar nichts. Dann werden die Objekte aber leider natürlich ersetzt, die ihr nicht habt, mit Objekten, die ihr habt. Oder die verschwinden einfach, ne, wenn es kein passendes Space-Game-Objekt dafür gibt. Und ja, ansonsten könnt ihr euch die Packs holen über den Link in der Videobeschreibung, unterstützt damit sogar noch SimFancy und diesen Channel hier, ohne mehr bezahlen zu müssen, wenn ihr das über eure Packs über den Link in der Videobeschreibung bestellt. Wenn ich euch überzeugt habe von ein paar Objekten, dann greift zu und viel Spaß dann damit, wenn ihr da drin auch mal spielen wollt. Ja, ich freue mich natürlich auch noch um ein abschließendes Kommentar von euch, wie ihr die Reihe so insgesamt fandet, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, was ihr kreativ fandet, was euch vielleicht sogar inspiriert hat, so was Eigenes zu bauen. Das könnt ihr natürlich auch zeigen auf Twitter, Instagram, Snapchat und Co. Die Links zu mir und zu den Kollegen, die findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein. Vielen lieben Dank. Das ist das Fun- und Sportcenter. Wir sind fertig. Und ich sag, ja, haltet die Ohren steif, bleibt kreativ. Bleibt lieb in den Kommentaren und habt ihr einfach eine schöne Zeit mit mir. Das ist nämlich das Coolste daran, einfach hier eine schöne Zeit zusammen zu haben. Und ich freue mich, jetzt gibt es wieder Platz für eine neue Reihe. Ja, schon wieder ein Finale. Wir haben diese Woche so viele Finale gehabt, auch wieder. Wahnsinn. Ja, bis denn, macht's gut. Ciao.